Kobe Bryant war ein Basketballspieler, ein Autor, ein Coach, ein Mentor, ein Vater und für uns, die wir ihn nicht persönlich kannten, ein Vorbild. Be like Kobe, Mamba Mentality. Das Mantra, alles zu geben, schallt in den Köpfen Abermillionen von Menschen. Aber wieso? Was hatte Kobe Bryant, das ihn so anziehend machte? Warum betrachten wir ihn als Vorbild? In einem Wort, Perfektion. Dabei war die Mamba nie perfekt. 5 NBA-Titel konnte Kobe sammeln, doch 15 Mal ging er leer aus. 14.481 seiner Würfe gingen daneben. Über 4.000 Mal verlor er den Ball. Das ist keine Perfektion und Kobe würde es bestätigen. Also warum der Videotitel? Wozu dieser Text? Kobe Bryant war ein Vorbild. Sein Hunger trieb uns an, das Feuer in seinen Augen, die Intensität seines Gesichtsausdrucks. Der Mann hatte es und es war ansteckend. Es, das war Kobes Streben nach Perfektion. Der unbändige Wille, Perfektion zu erreichen. Doch ging es nie darum, einen Dauerzustand zu schaffen. Perfektion ist flüchtig. Sie strahlt hell, doch erlischt rapide. Perfektion ist nur ein Moment. Ein Gefühl vollkommener Glückseligkeit. Das Wissen, alles Menschenmögliche in diesem einen Moment erreicht zu haben. In Kobes Karriere trat dieser Moment beim Gewinn einer NBA-Meisterschaft in Erscheinung. Und so jagte er jenen Moment. Er vergoss Blut, Schweiß und Tränen, alles für den Sieg des letzten Basketballspiels der Saison. Tag für Tag, über 20 Jahre. Und wir sahen ihm dabei zu. Vielleicht erst verwirrt oder erstaunt, wie ein Mensch so sehr für seine Ziele brennen kann, doch schon bald wandelte sich Verwirrung und Staunen in Motivation und Ehrgeiz. Plötzlich brannten wir mehr für unsere eigenen Ziele. Schwere Zeiten überstanden wir durch das Wissen um Kobe und seine Arbeitseinstellung. Be like Kobe, be like Kobe. Wenn er sich durchgekämpft hat, dann schaffen wir das auch. Es stimmt schon. Kobe Bryant war nie perfekt, doch lehrte er uns, Perfektion durch harte Arbeit und Disziplin zu erreichen. Und nachdem Kobe vor einem Jahr sein Leben ließ, liegt es jetzt an uns, diesen Spirit, Geist und die Mamba Mentality in seinem Gedenken weiterleben zu lassen.